Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei Süleyman dem Zweiten, dem Grausamen. 18 Jahre ist er alt und er hat viel vor und schon einen riesigen Krieg hier losgetreten gegen Venedig und den Kirchenstaat. Schon 280.000 Mann auf beiden Seiten sind gestorben. Wir sehen das hier unten. Wie soll das noch enden? Inzwischen scheint er so ein bisschen, zumindest auf der Landseite, ja, die Oberhand zu gewinnen, kann man vielleicht sagen. Aber das Spannende ist, kommt die osmanische Flotte mit der venezianischen Flotte zurecht? Und denn, um Venedig anzugreifen, und das muss das richtige Ziel sein, denn das ist das eigentliche Kriegsziel, die Hauptstadt zu erobern, brauchen wir hier den Übertritt. Wir brauchen, ja, wir brauchen hier den Weg in Richtung Venedig. Und den muss sich unsere Flotte freikämpfen. Die wird hier noch ein bisschen repariert und aufgerüstet. Aber das wird vermutlich nicht reichen. Die venezianische Flotte ist so stark durch ihre ganzen Boni für die Galeeren, sind sie unfassbar schwer zu besiegen. Aus dem Grund habe ich mir überlegt, wir werden nochmal zwei große Darlehen aufnehmen. Also ich glaube, unsere Kredite betragen jetzt um mindestens 15.000, ich weiß nicht, 16.500, ja. Ganz schön ordentlich. Aber Leute, unsere Zinszahlungen sind mal vielleicht gerade 15% hier unserer Einnahmen. Ich denke, das kann man im Haushalt noch irgendwie unterbringen. Wir werden auch die Inflation abwenden und wir werden, und das hätten wir vielleicht schon mal länger machen sollen, die Kriegssteuern erheben. Das sollte doch deutlich helfen. So, mit dem Geld machen wir Folgendes. Wir werden hier jetzt unsere Flotte umstellen auf freie Ruderer, was uns nochmal 15% Kampfstärke bringt. So, dann haben wir noch ein bisschen Spionagenetzwerk. Das nutzen wir bei den Russen, um dort Ruf zu sabotieren. Wir wollen sie weiter isolieren. Ja, ich habe hier schon mal zwischenzeitlich ein bisschen umdisponiert und so weiter und so fort, um die Armeezusammensetzung ein bisschen zu optimieren. Hier vorne haben wir deutlich zu viele Kanonen. Ich glaube, hier werde ich ein bisschen was abspalten und wir werden hier mal Folgendes tun. Wir werden hier mal ein paar Söldner ausheben auf der Ecke. Und zwar 10 müssten eigentlich reichen. Machen wir es mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Und dann bilden wir das dort mal ein bisschen um. Dann haben wir hier noch eine Armee, die eigentlich auch nichts zu tun hat. Die bringen wir mal mit hier hoch. Auch wenn sie eigentlich auch schon wieder zu viele Kanonen hat. Aber mal schauen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, und hier ziehen die Venezianer schon wieder mit einer guten Armee weiter. Ich denke, wir können sie dort nicht richtig abhalten. Ich weiß nicht, wo sie hinwollen. Naja, sammeln wir uns vielleicht mal mit zwei Armeen dort in der Nähe. Und ansonsten schauen wir mal, was hier genau passiert. Wir müssen hier auch umdisponieren. Die eine Armee wird sich hier bewegen, die andere wartet erst einmal und dann gucken wir mal weiter. Okay, die venezianische Armee geht tatsächlich zurück auf die Insel. Das ist natürlich noch ein zusätzliches Problem, da müssen wir die dort auch irgendwie besiegen. Gut, wir ziehen hier zurück. Ziehen hier hin. So, jetzt, ach verdammt, da holen sie sich gleich, dann kommen sie wahrscheinlich gleich zurück. Dann machen wir Folgendes, wir werden den Waldmarsch mal hier hingehen und du kommst wieder gleich nach, wenn du dort bist. Und wo ich, ob ich, ach so, die habe ich da unten hingeschickt. Na gut, so, dann weiß ich ungefähr, wir sind im Mai. Okay, wow. Nee, sie kehren doch um. Ich dachte, sie wollten angreifen. Ah, das ist natürlich hart, Leute. 44.000. Eigentlich, ehrlich gesagt, wisst ihr was? Wir werden das mal anders machen. Wir werden hier komplett wieder Kehrtwende machen. Weil jetzt mal ehrlich, diese 44.000 mit 3 Sterne dort zu besiegen, das wird viel schlimmer, als sie auf dieser Seite zu besiegen. Eigentlich sollen sie da runterkommen. Das wäre viel, viel besser. Wir lassen sie runterkommen. Ich hoffe, sie kommen runter. Sie kriegen natürlich jetzt erstmal wieder Manpower-Unterstützung. Und die haben wir da umsonst hingezogen und so weiter und so fort. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Ja, aber sie müssen da runter, Leute. Wir können die dort nicht besiegen, wenn die dort stehen. Geht einfach nicht.
Gut, wir müssen einfach jetzt mal Truppen massieren. Um diese Schlacht dort anzugehen. So, die fügen wir zusammen. Das passt jetzt von den Zahlen her wieder. Okay, was ich hier irgendwie verschoben habe, weiß ich selber nicht mehr. Die Söldner sind jetzt, glaube ich, alle da. Das heißt, wir bringen die Armee... Ah, die marschiert hier runter auf die Krim. Mal hier zusammen. So, was macht die Flotte jetzt eigentlich? Die ist fast soweit. Ich denke mal, im nächsten Monat könnte das was werden. Und wir müssen jetzt mal gucken. So, die stehen jetzt hier. Die kommen jetzt nicht mehr zurück. Das heißt, wir können jetzt hier hin und diese Schlacht nutzen. Der Gegner müsste ja den Malus bekommen, weil das jetzt unsere Festung ist. Und ihr marschiert jetzt hier durch. Und ihr kommt auch noch dazu. So. Kann ich euch hier stehen lassen? Oder brauchen wir die Hilfe auch noch? Aber eigentlich müssten wir das schaffen. Mit 100.000 Mann gegen 50.000 hoffe ich, dass das machbar ist. So, jetzt kommt es zur Schlacht. Und die ist wichtig, damit wir die dort raustreiben. So. Der Gegner noch moralisch angeschlagen und hat hier diesen Geländemalus. Also das ist jetzt eine gute Gelegenheit. Eine wirklich gute Gelegenheit. Ich bin froh, dass wir die haben. Und wir kämpfen endlich auch mal hervorragend. Pasai interessiert uns jetzt nicht. Ja, kommt. Können wir die Armee möglicherweise vernichten? Jawohl! Das war aber jetzt eine richtig wichtige Sache. Silvestro Zeno, der Drei-Sterne-General, wurde von uns absolut vernichtend geschlagen. Das ist ein großer Moment. Jetzt müssen wir nur noch nach Venedig rüberkommen. Und wir müssen uns jetzt hier clever aufteilen. So, jetzt ist die Frage, wer... Aber wir warten erstmal nochmal einen Tag ab. So, jetzt können wir uns wieder bewegen. Wer von uns wird jetzt hier die Belagerung... Ich glaube, du wirst die Belagerung machen. Mit dieser Armee. Das heißt, diese Armee geht nach Trient. Und... Dorsun Pelivan geht hier rüber. Und die 4000 Kanonen. Ja, die packen wir von mir aus hier noch mit ran. Das ist okay. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier eine ganz gute Stellung erreicht. Dann rücken wir hier komplett nach, würde ich sagen. Was ist mit dieser Armee? Die 9512. Hier fehlen Infanteristen. Das ist ganz schön knapp mit Infanteristen, geht aber so gerade so. Und das ist eine reine Artilleriearmee. Wisst ihr was, wir werden hier... Warte mal. Euch schicken wir hier hin und wir werden hier auch tatsächlich nochmal kurz Söldner anwerben. 3000, die müssen wir bloß... So. Hier oben. Okay, alles ein Durcheinander noch. Noch sind sie nicht alle da. Und wie sieht es jetzt hier aus? Wir sind bei 91. Wie gesagt, im Juli könnte es soweit sein, dass wir das schaffen. Okay, ja. Wir haben 100% bei allen Schiffen. So, die sind auch alle modernisiert. Jetzt können wir noch eine Sache riskieren. Und zwar ist es so, dass wir hier zwar nur 8 Militärtraditionen haben, aber wir können noch, wir riskieren es einfach mal. Ich hole mir noch einen Admiral. Vielleicht ist er besser. Sali Ayas als der jetzige. Und er ist tatsächlich besser. Wow. Ja. Leicht, aber immerhin. So, und jetzt geht es darum. Jetzt müssen wir hier irgendwie die Dominanz erringen, dass wir hier rüberlaufen können. Das ist die große Frage. Wird uns das gelingen? Oder wird es das nicht? So, du gehst mal weg vom Gewaltmarsch. Was sehen wir oben? Alle möglichen Sechs-Sachsen. Okay. Gut, jetzt kommt es gleich zur Schlacht. Ich gucke hier hinten. Hier soweit alles klar. Ja, noch sind nicht alle dabei. Die müssen wir nachher auch noch auseinander dividieren. Das soll noch nicht so bleiben. Ah, die Flotte fährt zurück. Okay, wir haben jetzt Freibahn.
Also rein da, oder? Ja, wir können rein. Die Venezianer trauen sich nicht aus dem Hafen. Das finde ich erstaunlich. Ja, okay. Sie denken wohl, doch, wir sind deutlich zu überlegen. Gut, dann stehen wir jetzt hier. Dann stehen wir hier und was sehe ich gerade? Sie haben hier nur eine Einserfestung. Das ist ja erbärmlich. Die werden wir zerbomben. Und ich glaube, wir werden sie stürmen. Das müsste eigentlich reichen. Das müsste eigentlich reichen. Ich meinte, das ist natürlich... Wer hätte das erwartet, dass das so ist? Da haben sie gedacht, okay, sie verlassen sich hier auf ihre Flotte. Das wird ein bisschen knapp. Es geht natürlich massiv auf die Moral. Aber, Leute, wir haben es geschafft. Nach 16 Tagen ist Venedig gefallen. Wir haben einen Kriegsstand von 37%. Glück gehabt. Viele Leute verloren bei der Aktion. Aber das war es mir jetzt wert, hier anstatt ein Jahr zu warten. Ja, hätte das nicht gedauert. So, aber jetzt wird es interessant. Oh, verdammt hier. Ihr sollt nicht zusammenstehen. Das ist ein Fehler. So wollten wir das, glaube ich, haben. Jetzt wird es natürlich interessant. Jetzt kommt die Flotte natürlich raus. Und jetzt ist die Frage, wie stark sind wir wirklich? Das wird interessant. So, wir sind jetzt 55.000 Mann. Zu viel Artillerie wieder. Werden wir jetzt wieder noch ein bisschen was abziehen. Die bringen wir zu unserer sogenannten Artillerie-Reserve-Armee. Und mit den anderen 48, ja, wollen wir da wirklich jetzt hier so blöde angreifen? Können wir eigentlich hier außen rum gehen? Nee, können wir nicht. Das heißt, wir müssen über... Ist das eigentlich eine Meerenge hier? Oder wie läuft das? Warte mal, wo... Das ist bei jedem Spiel immer anders. Flussübertretung. Wo wurde das immer angezeigt? Das ist aber keine Meerenge. Ich glaube, wir kommen hier einfach rüber, oder? Aber gegen drei Sterne? Weiß ich nicht. Wir haben hier aber noch eine. Wir können hier gemeinsam vielleicht vorgehen. Wir müssen immer, das ist unser Vorteil, die Quantität. Wir müssen immer die Masse in die Schlachten bringen. Das hat sich bisher als ganz gut erwiesen. So, jetzt kommt die Flotte raus und jetzt bin ich mal gespannt, wie dieser Kampf läuft. So, es geht ganz gut los für uns. Wir beobachten mal ein bisschen. 275, 164. Verona ist besetzt. Frankreich hat Passai den Krieg erklärt. Okay. Wir machen Schaden, sehe ich zumindest. Wir haben Trient besetzt. Wir müssen mal gucken, passiert hier irgendwas? Wie sieht es jetzt eigentlich mit der Armee aus? Ist die noch zu retten? Okay, hier ist die Infanterie massiv aufgerieben worden durch diesen fetten Sturm. Aber ich hatte Angst, dass wir nicht mehr zurückkommen oder dass wir es nicht schaffen rechtzeitig, dass die Flotte dann doch rauskommt und so weiter. Das war mir alles ein bisschen zu heikel, deswegen habe ich das gemacht. Ja, gut, wir haben Rekrutenreserve. Lassen wir die jetzt so, wie sie ist? Bin mir nicht ganz sicher. Lassen wir es erstmal. Vielleicht kann sie ersetzt werden. So, die sind hier noch nicht am Zielort. Okay, wir beobachten weiter so ein bisschen die Flottenschlacht. Okay, wir verlieren jetzt auch die ersten Schiffe. Ja. Oh ja, doch einige Schiffe, die jetzt hier tot. Oh Gott, was ist denn das? Plötzlich geht es richtig abwärts. Venedig versank unser Flaggschiff. Das ging aber richtig schnell. Hizn Ibari, das Juwel der osmanischen Flotte, wurde heute auf See auf tragischer Weise verloren, als es gegen die venezianische Bedrohung kämpfte. Verdammt, wir verlieren Prestige. Ich glaube, liebe Leute, dieser Kampf, der geht verloren. Und ich weiß, ehrlich gesagt, was haben die denn für krasse Boni auf ihre Flotten? Das ist so Wahnsinn. Ich meine, unsere Moral war sogar besser. Das ist der Hammer. Ich bin echt beeindruckt. Kaum zu erklären, diese ganze Sache. Aber es ist wohl so. Übrigens hier oben eine große Armee des Kirchenstaates. Die werden hier gleich die Tunesier vernichten. Wisst ihr was, Leute?
ehe hier noch mehr von unseren Schiffen verlustig gehen. Wir werden uns zurückziehen, das hilft nichts. Also, das heißt, wir fassen mal zusammen, die Venezianer haben eigentlich die stärkere Flotte gehabt, aber haben es trotzdem zugelassen, dass, dass wir nach Venedig kommen. Das war natürlich, das ist schon problematisch. Gut, wir werden hier eine Belagerungsarmee etablieren. Okay, ihr erholt euch hier wieder. Hüseyin Hasek ist aber besser bei der Belagerung. Wir werden das mal austauschen. Du kommst hier hin. Dann bauen wir uns jetzt hier eine Armee zusammen. Ihr kommt raus. Und ich glaube, wir müssen aber 30.000 oder... Naja. So, die müssen wir, glaube ich, beisammen haben, um diese Achter irgendwie zu erwischen. So. Werden die dort noch unterhalten? Ich glaube ja. Die können hier noch mit hinrücken. Und dann rücken wir komplett einmal nach. Beziehungsweise wir können ja hier sogar vormarschieren. Das würde ja auch gehen. Dann können wir hier richtig kompakt stehen. Da soll uns hier nochmal einer kriegen. So. Wir sind jetzt gleich hier vor Ort und ich glaube, wir werden diese Schlacht jetzt nochmal führen. 11. September, perfekt. Da sind wir. So, mit 88.000 Mann gehen wir da jetzt rein. Nachfrage Militärzugang Großbritannien und Utrecht lehnen wir ab. Das ist nicht unser Ding. Was ist denn das hier schon wieder? Wir fliehen doch. Was ist denn hier noch für eine Schlacht? Ach, Tunesien und Kirchenstaat. Okay. So, jetzt geht's hier los. Leider kommt... verdammt, 2 Tage zu spät. Aber es geht gar nicht so schlecht los. Ming hat den Bengalen den Krieg erklärt. Erzwinge Tributstaat. Oh ja. Hier haben wir tatsächlich mal ein bisschen Glück. Hier haben wir richtig... kommt. Erledigt sie vielleicht noch. Ah, schade. Schade, aber das war ein großer Sieg. Das war mal ein schöner Sieg hier auf unserer Seite. Das ist erfreulich. So, gut, prima. Das heißt, wir können hier die Armeen wieder auseinander dividieren. Du gehst mal raus aus dem Gewaltmarsch. Bleibst hier stehen vielleicht. Wie, da kommt es gleich wieder zur Schlacht? Okay, dann gehen wir alle da rein. Können wir die komplett vernichten jetzt vielleicht? Das wäre ja schön. So, wir stehen hier relativ kompakt. Wir wissen, hier oben ist eine riesige Armee des Kirchenstaates noch. Aber was ich auch tun werde, ich werde hier nochmal die Mauern bombardieren. Die Festung ist einfach zu fett. Die ein, zwei Ticks, die werden wir gebrauchen können hier bei der Belagerung, die wir da sparen. So, es kommt hier tatsächlich nochmal zur Schlacht und mit ein bisschen Glück können wir jetzt den Gegner echt vernichten. Aber wir haben kein Glück, wir würfeln eine 0. Ja, toll. Kommt. Oh, das ist echt die Gelegenheit, aber es hat wieder... Doch, es hat geklappt. Okay, Venedig ist dort komplett vernichtet worden. Das heißt, wir können jetzt eigentlich den Westen, würde ich mal sagen, räumen. Und da kommt jetzt eine andere Idee ins Spiel, die ich noch habe. Und zwar folgendes. Ich habe mal vorher ein bisschen rumgeguckt. Die Walachei. Die Walachei wird eigentlich beschützt durch Russland. Aber Russland ist im Moment so hoch in den Schulden, noch höher als wir mit 17.000 und ist hier nicht in der Lage zu helfen. Das heißt, das würde uns eigentlich die Gelegenheit geben, jetzt mit diesen beiden Armeen locker die Walachei anzugreifen. Und ich glaube, diesen Plan setzen wir um. Ich gehe nochmal einen Tag weiter. Da können wir das Thema so nebenbei irgendwie abhandeln. Die stehen dann nämlich nur noch alleine, beziehungsweise Tscherkessien ist hier noch mit dabei. Vielleicht machen wir das sogar so, dass diese eine Armee direkt schon mal hier hinläuft. Halt, nee, das darf sie nicht. Wir laufen hier hin und ihr kümmert euch dann um Tscherkessien. Gut. Vielleicht ist es überheblich, vielleicht ist es genial, neben diesem doch komplizierten Krieg noch einen zweiten anzufangen. Wir wagen es einmal. Was ist hier noch passiert?
Militärzugang Österreich, auf keinen Fall. Portugal, auf keinen Fall. So, dann beobachten wir jetzt mal den weiteren Verlauf, ob wir hier bedrängt werden. Minus 49. Das wird hier noch lange dauern in Ferrara. Dort sind die Festungen der Venezianer groß. In Venedig nicht, aber dort sind sie das. Gut, liebe Leute, wir machen an dieser Stelle hier mal eine Pause und ich freue mich sehr auf die nächste Folge und wollen mal schauen, wie weit wir hier diesen Krieg noch treiben können. Bis dahin, macht's gut, euer Steinballen.